Guten Morgen, ihr Lieben. After Birthday. Oh Mann, ich habe mich gestern gar nicht wirklich großartig bei euch gemeldet. Ich weiß, aber ich habe den Tag wirklich einfach mal gechillt mit meinem Freund verbracht. Der hat sich ja extra freigenommen für mich und deswegen haben wir alles so ganz in Ruhe, gemütlich den Tag genossen sozusagen und abends auch, als wir dann nach Hause gefahren sind vom Essen. Ich habe euch die letzte Frequenz war eigentlich, glaube ich, das Essen gewesen. Es war wieder mega lecker. Ich liebe Bullenbier einfach so sehr. Es ist einfach genial. Und danach sind wir eigentlich nur nach Hause gefahren und ich war sowas von müde. Also es liefen mega geile Filme gestern. Ich glaube, ich habe 15 Minuten mitbekommen, danach war ich weg. Ich war super, super, super müde. Ich habe die Nacht davor aber auch nicht wirklich geschlafen. Also nicht wirklich gut geschlafen. Auch diese Nacht war irgendwie mehr Wachsein als Schlafen. Ich weiß auch nicht. Irgendwie die Katzen momentan, die kriegen so gegen 12, 1 Uhr ihren Rappel und rennen hier rum und machen Party ohne Ende. Ja, die 5 Minuten von denen dauern mittlerweile irgendwie immer eine halbe Stunde. Es war echt nervig, aber nun gut. Ich habe heute Morgen, wir haben wirklich gerade mal 9.40 Uhr, habe ich schon viele Pakete bekommen. Eins kann ich euch gerade mal zeigen und zwar von Makeup Forever. Habe ich gerade zugeschickt bekommen und zwar ein Aqua Ink XL Liner. Waterproof. Und ich hoffe, die haben die mir in Braun zugeschickt, weil es gab verschiedene Fragen. Es gab verschiedene Farben und dann habe ich gesagt, ja, könnt ihr, also ich hätte mich über den Braunen sozusagen gefreut und ich sehe gerade, es ist tatsächlich der Braune. Moment, ich muss euch mal hier kurz irgendwo abstellen, dass ich mir den selber mal angucke, weil ich habe ihn mir noch nicht angeguckt. Also so sieht das Ganze aus. Voll schön. Ich bin ja eh der Freund gewesen, schon immer von brauner Mascara und braunem Eyeliner. Ich mag das einfach sehr. Ich schminke mich ja auch nur mit Brauntönen. Wenn ich mal was anderes mache, dann ist es einfach mal was Außergewöhnliches. Deswegen habe ich mich direkt für braun entschieden, seitdem ich blond bin sowieso. Genau. Ach, übrigens, zur blonden Farbe muss ich gleich noch mal was sagen. Ah, oh, der ist schön. Oh, sehr gut. Also eine ganz, ganz, ganz dünne, feine Spitze. Und zwar eine, die fest ist. Also relativ fest. Die ist zwar ein bisschen biegsam, aber nicht so welche, wo die Haare dann hin und her wischen. Schaut mal. Mega dünne, feine Linie und ein richtig schönes, sattes, dunkles Braun. Sehr schön. Das sieht halt einfach gerade bei Blondinen viel besser aus, wenn man sich mit Brauntönen schminkt, als mit Schwarztönen. Weil Schwarz ist immer so bam in your face. Das ist halt richtig heftig. Ach, ich schreibe gerade schon. Oh, guckt mal. Ja, der war nix. Ich habe es vor 10 Sekunden drauf geschmiert und Alter, wie krass ist das denn? Okay, jetzt bin ich echt geflasht. Okay, ich muss dann irgendwie mal Öl besorgen. Das funktioniert. Krass! Das ist ja. Da passiert. Ich glaub's ja nicht. Wow, okay, Leute, ihr habt es gerade live miterlebt. Ich habe den gerade zum ersten Mal getestet, weil ich den, wie gesagt, gerade eben erst zugeschickt bekommen habe. Das ist krass. Okay, also damit kann man wahrscheinlich die ganze Nacht feiern gehen. Heftig, da ist nicht mal ein. Das gibt's doch nicht. Das muss ich jetzt mal nochmal testen mit Wasser. Moment mal, das kann doch nicht sein. Oh, mit Wasser geht er aber perfekt weg. Ja, sehr geil. Okay, jetzt ist er weg. Krass. Das finde ich richtig genial. Ihr habt gesehen, ich habe daran mehrmals hin und her gerubbelt gemacht, getan. Da ist nicht mal ein Millimeter passiert. Aber dann habe ich ihn mit Wasser leicht abbekommen. Weil alles, was an den Augen ist, und wenn man dann anfangen muss, nämlich da rumzureiben, zu schrubben, zu machen, zu tun, um diese ganze Geschichte wieder abzubekommen, ist ja auch nicht immer so geil. Wenn man das dann wirklich mit ganz normalem Abschminkzeug wegbekommt, ohne rumzurubbeln, dann finde ich das mega. Aber davor, ihr habt es gesehen, ist überhaupt nichts passiert. Sehr cooles Produkt. Daumen hoch dafür. Ich werde es auf jeden Fall nochmal am Auge testen. Ich bin gerade dabei, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, Papierkram zu machen. Ich habe so keine Lust. Ich hasse es immer. Heute ist ja der 2. November. Ich habe ein bisschen mehr Zeit gelassen. Normalerweise mache ich sowas immer eher so um den 30. rum. Spätestens, dass ich meinen ganzen Papierkram für den jeweiligen Monat eben erledige.
fertig mache, Rechnungen zusammenstelle, pipapo, was den ganzen Monat eben so gelaufen ist. Also ich versuche das immer einmal im Monat alles zusammenzuführen, dass ich nicht das Ganze dann am Jahresende alles machen muss. Deswegen mache ich das immer so einmal im Monat. Das dauert immer einige Stunden, aber jetzt die letzten Tage hatte ich einfach keinen Nerv. Ich habe mich einfach darauf konzentriert, dass ich mit meiner Schwester die letzten Tage verbracht habe. Dann war ja generell Feiertag. Mein Freund war die letzte Woche komplett, also was heißt die letzte, sondern diese Woche, die letzten Tage komplett zu Hause. Dann war ja gestern noch mein Geburtstag und somit ist es alles erst auf den zweiten gefallen und ich habe einige Stunden Arbeit vor mir, kann ich euch nur sagen. Richtig heftig und ich habe auch so ein paar Ärgerfälle. Also ich habe immer noch das Problem, dass unsere Haustür hier vorne immer abgeschlossen wird von den ganzen Nachbarn, weil eine Nachbarin Angst vor Einbruch hat und so ein Scheiß. Also richtig schlimm, die schließen halt immer die Haustür ab. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn ich hier gerade, ich bin jetzt zweimal zur Tür gerannt, wegen Paketen schon. Ich sitze dann hier und die Postbote, die hier klingeln oder Briefträger, die klingeln dann einmal. Dann bin ich gerade schnell aufgestanden und bin schon hier am Losrennen. Also irgendwann werde ich mich so hinlegen. Echt. Und beeil mich dann immer schon. Und wenn ich dann spätestens, wenn ich hier die Tür aufmache, dann klingelt der schon das zweite, dritte Mal, bis ich dann hier meine Tür aufgemacht habe, rausgegangen bin zu der Haupttür und dort nochmal aufschließe, weil die immer zugeschlossen ist. Das ist ein Drama. Ja. Und wir haben auch schon offiziell, das ganze Haus hat offiziell einen Brief bekommen, dass die Tür nicht mehr zugeschlossen werden darf. Also meine Schwester und ich, wir haben uns da beschwert drüber. Das kann halt einfach nicht sein. Gerade wenn mir irgendwas zustoßen sollte und ich mal Krankenwagen rufen müsste oder. Und dann ist die Haustür abgeschlossen. Also nicht, wie gesagt, nicht meine Haustür, sondern wirklich die Haupthaustür draußen praktisch. Oder die haben auch in dem Brief geschrieben, also die haben es dann die haben dann gesagt, ja, nee, das geht überhaupt gar nicht. Ihr dürft die Haustür, die große, die darf nicht zugeschlossen sein. Alleine, das ist ein Fluchtweg, wenn es hier irgendwie brennen sollte. Kann ja nicht sein, wenn es brennen sollte, dass die Leute oben runterlaufen, rausgehen wollen und dann erstmal wieder hochlaufen müssen, die Schlüssel holen und dann hier aufzuschließen. Das geht halt alles nicht. Also das ist richtig nervig. Und das kommt halt alles von meiner genauen Nachbarin, die genau neben mir hier unten ist. Das ist halt eine sehr alte Frau, die ein bisschen paranoid ist, die Angst hat vor Einbrüchen und was weiß ich was, alles drum und dran. Und anstatt, ich meine, sie hat ja genau die gleiche Wohnung wie ich, anstatt dass sie hier vor dieser ganzen großen Fensterfront theoretisch Angst hätte, dass da jemand einbricht. Nein, hat sie Angst vor der großen Haupttür, dass dort jemand einbricht. Egal, das ist so eine lange Story. Es ist schon so viel passiert die letzten Jahre. Es ist einfach so nervig und es geht einfach nicht mehr. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich kriege einfach am Tag so viele Pakete und ich renne mir hier immer einen ab und fliege echt fast jedes Mal hin, nur um die Postboten noch zu erreichen. Und ich habe sie oft genug nicht erreicht und bin dann wirklich rausgegangen und bin ihnen hinterhergerannt, weil die auch so krass sind. Postboten, also die sind schon heftig. Manchmal, die klingeln zwei, drei Mal und dann gehen sie wieder. So im Sinne von, ja, okay, ist keiner da. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich finde das echt krass teilweise. Und mittlerweile ist das alles so verhärtet, verstritten hier alle im Haus, dass es nimmt auch keiner mehr meine Pakete an. Und was heißt verstritten? Ich habe mich mit keinem von denen irgendwie mal privat irgendwie angelegt, gestritten oder sowas. Aber dadurch, dass das ganze Haus dieser alten Frau in den Po kriecht, die machen einfach alles, was sie sagt. Also das komplette Haus schließt regelmäßig, also ständig beim Rein- und Rausgehen, die schließen immer wieder die Tür ab und stellen sich gegen den Vermieter. Wir haben alle einen Brief bekommen vom Vermieter, dass wir nicht mehr abschließen dürfen, weil es eben weil es die Gesetze erstens so sind und weil es einfach ist für Brand, wenn es brennen sollte und so weiter und so fort. Das ist eine Fluchttür, Tür, die nicht abgeschlossen werden darf. Punkt aus. Und da hält sich einfach keiner dran. Die stellen sich alle auf die Seite von dieser alten Frau und stellen sich alle gegen den Vermieter im Prinzip. Das ist richtig heftig. Und das richtig Geniale ist, also diese Briefe sind vor 2 Wochen ungefähr gekommen. Und irgendeiner von den Hausbewohnern hat seinen Brief zerrissen in der Mitte und hat ihn mir in meinen Briefkasten geschmissen. So richtig so, du kannst uns mal, so in etwa. Das ist richtig krass. Richtig, richtig heftig. Also was hier gerade abgeht, ich habe absolut keinen Bock mehr. Also, naja.
Egal, ja, und deswegen, ich habe mir das jetzt 2 Wochen lang angeguckt. Jeder hat einen Brief bekommen. 2 Wochen lang ist es so, dass jeder ständig immer noch am Abschließen ist. Und deswegen werde ich jetzt weiter mich darum kümmern, dass ich jetzt nochmal bei der Gesellschaft anrufe. Ich habe heute Morgen leider noch keine erreicht. Unsere Sachbearbeiterin, und werde der sagen, dass die immer noch am Abschließen sind. Das kann es halt einfach nicht sein, dass das ganze Haus sich auf die Seite der alten Frau stellt, nur weil sie irgendwelche, keine Ahnung, Ängste hat. Das Lustige ist halt, was heißt das Lustige? Ich meine, es tut mir ja auch leid, dass sie so Angst hat, aber es kann halt einfach nicht sein, dass da dann das ganze Haus drunter leiden muss und ständig die Tür abschließen soll. Das kann halt einfach echt nicht sein. Und ich habe halt auch andere Ängste. Ich habe halt, sie kann halt auch theoretisch mal meine Ängste annehmen. Ich habe ihr halt auch schon gesagt, ich bin schwanger, mir kann auch jederzeit was passieren. Ich möchte nicht, wenn ich den Krankenwagen rufe, hier auf allen Vieren rumkrebsen, sowieso an meine eigene Tür gehen müssen und die aufmachen. Aber dann muss ich mich auch noch drum kümmern, dass die andere Tür aufgeschlossen wird und. Es kann halt einfach echt nicht sein. Und sie nimmt aber nichts an. Sie interessiert nur, was sie sah, also was ihr Ding ist. Und das Lustige ist ja, sie schließt die große Haustür nur ab, weil sie ihre eigene Tür nie abschließt. Sie schließt ihre eigene Haustür nie ab, weil sie eben Angst hat, dadurch, dass sie alt ist, wenn ihr irgendwas passiert, dass wenn sie den Krankenwagen ruft oder, dass eben jemand schnell die Tür aufmachen kann. Aufbrechen kann, wie auch immer, ohne dass abgeschlossen ist. Und sie sagt, ja, die große Haupttür, wenn die abgeschlossen ist, dann gibt es ja entweder die Hausbewohner, die aufschließen können, wenn ein Krankenwagen kommen müsste, oder eben die Hausmeister, die alle hier regelmäßig in der Siedlung rumlaufen. Es gibt halt immer irgendwen, der die große Haustür aufschließen könnte, und ihre eigene Haustür will sie nicht verschließen, eben aus diesen Gründen, weil sie eben Angst hat. Um sich selbst. Aber dadurch, dass sie selbst ihre Haustür nicht abschließt, hat sie wieder Angst vor Einbruch und will die große Haustür abschließen. Ja. Kann aber nicht sein, dass alle nach ihrer Nase tanzen und überhaupt. Also es ist übelst nervig. Ich weiß nicht, ob das jetzt jemand nachvollziehen kann, aber es ist richtig nervig, weil dieses Thema geht halt wirklich jetzt seit mehreren Jahren und irgendwann hat man einfach keine Lust mehr. Es gibt halt so oft Situationen, wo man wirklich denkt so, boah, jetzt kriege ich die Krise. Weil wenn ich den ganzen Tag damals, wo ich jedes Mal oder wo ich immer unterwegs war zum Arbeiten, hat es mich nie so gestört. Aber seitdem ich eben von zu Hause aus arbeite, kriege ich das halt immer extrem mit und es geht mir halt auf den Keks. Wenn ich zum Beispiel rausgehe und kurz an meinen Briefkasten gehe und dann die Haustür eben nicht abschließe, wenn man es einfach nicht soll, dann höre ich sie wirklich 30 Sekunden später und sie geht raus und schließt die Haustür ab. Die ist richtig gestört, die Frau. Oder wenn wenn meine Schwester abends kurz kommt, wirklich 5 Minuten, sie klingelt, ich gehe raus, muss erstmal aufschließen gehen, die ganzen Türen, damit ich meine Schwester reinholen kann. Ja, nichts mit ganz normal aufdrücken wie bei anderen normalen Personen. Und dann lasse ich sie rein und sie ist vielleicht 5 Minuten hier und in diesen 5 Minuten hat diese alte Frau es geschafft, die Tür wieder zuzuschließen. Das ist nicht normal. Es ist nicht normal. Und wir hatten uns jetzt schon ein paar Mal mit ihr angelegt. Was heißt, ich habe mich da eigentlich voll oft rausgehalten. Ich habe da gar keinen Nerv zu. Ich mache das einfach alles über die Wohngesellschaft. Ich möchte mich gar nicht mit der alten Frau da rumstreiten. Das sind mir meine Nerven nicht wert und ich habe auch keine Lust, dass die mir irgendwie einen Herzkasper bekommt, ganz ehrlich. Aber meine Schwester ist da halt so ein bisschen anders. Die ist ein bisschen extremer als ich in solchen Sachen und die rastet immer komplett aus. Also die diskutiert richtig heftig auch mit ihr und auch mit anderen Bewohnern, die jetzt oben drüber wohnen, zum Beispiel die meine Schwester und die oben drüber wohnt, die standen wirklich letztens im Flur und haben wirklich wie kleine Kinder, der eine hat aufgeschlossen, der andere hat zugeschlossen, der eine hat aufgeschlossen, der andere hat zugeschlossen. Das ist richtig heftig und meine Schwester hat nur gemeint, hey, ihr habt alle einen Brief bekommen, ihr dürft nicht zuschließen. Und die andere meint, ja nee, wir machen das aber. So von wegen, es hat keiner zu entscheiden, wo ich mir denke so, hey, du bist einfach nur eine Mieterin. Du hast das zu tun in dieser Wohnung, was dein Vermieter dir sagt. Wenn dein Vermieter dir sagt, die Haustür darf nicht abgeschlossen werden, dann darf die nicht abgeschlossen werden. Punkt. Richtig heftig. Und da ging es richtig ab. Und seit diesem Zeitpunkt bin ich so innerlich ein bisschen genervt, weil ich es denen einfach nicht so... Es kann nicht sein, dass ich es einfach jetzt so hinnehmen soll. Obwohl die sich alle... Also die sind ja diejenigen, die auf der Seite sind, die unrecht sind. Und ich sehe es einfach nicht ein, dass ich das einfach dann so hinnehmen soll. Sorry, dass ich gerade euch wegen diesem Thema so zulabe, aber es war halt gerade schon wieder so gewesen. Ich habe heute Morgen, oder was heißt so, vor einer halben Stunde habe ich das eine Päckchen, das kleine, was ich euch gerade jetzt gezeigt habe, angenommen. Wieder die gleiche Geschichte. Mit hinrennen, aufschießen, pipapo. Und jetzt wirklich 15 Minuten später
Hat es wieder geklingelt, meine Mama war es gewesen und ich habe schon wieder die gleiche Aktion mit Aufschließen, alles drum und dran. Das kann echt nicht sein. Die Frau hat nichts anderes zu tun. Die sitzt wahrscheinlich bei sich in der Wohnung und wartet nur und hört, wer geht raus, schließt derjenige ab. Wenn er nicht abgeschlossen hat, dann geht sie sofort raus und schließt zu. Also das ist schon echt, das ist schon krank. Das ist schon echt nicht mehr witzig. Aber okay. Ich darf mich darüber nicht aufregen. Ich muss mich da gleich wieder aufregen, wenn ich endlich mal unsere Sachbearbeiterin erreiche von der Siedlung. Und dann, die sollen sich drum kümmern. Ganz ehrlich, es kann ja nicht sein, dass ich mich darum kümmern soll. Mache ich auch nicht. So. Was wollte ich euch noch erzählen? Zum Geburtstag habe ich euch jetzt erzählt. Habe ich ja, wie gesagt, einfach nur mit meinem Freund verbracht. Und am Sonntag geht es dann bei Mami. Essen wir einfach alle zusammen. Und meine, apropos Mami, Mami war gerade da gewesen und hat mir dieses große Paket mitgebracht von Whiskas. Richtig heftig. Ja, war oder gibt es aktuell im Penny im Angebot. Da hat sie sich eins mitgenommen und mir eins hier mitgebracht. 60 Stück sind da drin. Und es ist halt vom Preis-Leistungs-, also von der Preislage, ist es halt viel günstiger, diese Aktionspackungen zu nehmen, wenn die dann auch noch reduziert sind und so weiter und so fort, als eben diese normalen Packungen. Wenn ich diese kleine Packung hole, die ich sonst immer mal wieder hole, die nehme ich ja dann beim Rewe und überall mal mit. Das habe ich ja jetzt erst letztens gemacht. Also diese Packung hier, da sind 3, 6, 9, 12 Packungen drin. Da sind 12 solcher kleinen Packungen drin und das Ding kostet, je nachdem, wie man es halt eben holt, zwischen 3 und 4 Euro. Je nachdem, wo man es holt, wie es gerade vielleicht irgendwo in der Werbung ist und, und. Und ich glaube, dieses ganze Teil, wo 60 Stück drin sind, was hat sie gerade gesagt? Ich glaube, 15 Euro oder sowas hat es gekostet oder 16, ich weiß es nicht. Gar keine Frage, gell? Und dann sind sogar noch zweimal solche Knabberdinger hier drin, die sie sowieso immer gerne essen. Das sind ja die einzigen Süßigkeiten, die ich... Süßigkeiten, Leckerlis, die ich denen kaufe. Mega, richtig genial. Und dadurch, dass es so schwer ist, hat sie mir das hierher gebracht. Voll süß. Und als sie jetzt gerade da war, wollte ich an meinem Briefkasten gehen und ratet mal, was ich da gesehen habe. Mein Schlüssel ist abgebrochen. Aber ich weiß nicht, wann... Das hört sich total bekloppt an. Ich weiß, dass ich gestern Abend noch am Briefkasten gewesen bin. Nein, Moment mal. Ich war gar nicht am Briefkasten. Mein Freund war am Briefkasten. Okay, der kriegt gleich mal eine Nachricht von mir. Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Man kriegt es doch mit, wenn man den Schlüssel reinsteckt und der irgendwie abbricht. Das kriegt man doch mit. Ich habe mir gerade gedacht, ich bin total bekloppt, weil ich nehme so den Schlüssel und will den reinstecken und denke mir so, der ist ein bisschen kurz, da ist doch irgendwas schiefgelaufen. Und das Ding, was abgebrochen ist, steckt eben im Briefkasten drin, aber man kriegt ihn trotzdem auf und zu. Also es funktioniert trotzdem. Wie krass! Hallo Prinzessa. Du hast heute Nacht ganz schön Randale gemacht, aber bös. Bös Randale hast du gemacht. Ja, geh weg, schäm dich. Also ich werde mich jetzt weiter ins Video schneiden begeben, denn da bin ich in den nächsten 3-4 Minuten fertig. Und dann werde ich nämlich abspeichern und hochladen. Ich habe nämlich für heute kein Video vorbereitet gehabt. Ich habe die letzten Tage zwar viel gemacht, aber die letzten Tage habe ich auch viel hochgeladen. Ich hatte... zum Beispiel einen Tag vor meinem Geburtstag am 31. den DM-Haul hochgeladen. Und so ein DM-Haul zu schneiden ist halt schon ein bisschen Arbeit. Und es dauert, dadurch, dass die auch immer länger sind, dauert es auch, bis die gespeichert sind und hochgeladen sind, pipapo. Und ich hatte ja Teil 1 und Teil 2 und ich habe beide Teile an einem Tag hochgeladen. Oder beziehungsweise online gestellt, sagen wir es mal so. Und demnach, ich habe zwar viel vorgearbeitet, aber dadurch, dass ich die letzte Zeit auch immer, ich hatte auch an irgendeinem Tag mal 2 Vlogs an einem Tag online gestellt und so weiter. Ja, habe zwar viel vorgearbeitet, aber dadurch, dass ich immer wieder mehr doppelt hochgeladen hatte an einem Tag, sind die halt jetzt alle weg. Deswegen muss ich heute mal wieder ein bisschen vorarbeiten. Also dieses, was ich jetzt gerade, ich habe jetzt schon den ganzen Morgen geschnitten. Mir fehlen wirklich hinten noch ein paar Minuten. Und dann kann ich es abspeichern und hochladen. Und muss auf jeden Fall noch einen zweiten Vlog schneiden, dass ich für morgen was safe habe. Und fürs Wochenende möchte ich auf jeden Fall sowas wie Schwangerschaftsupdate und sowas dann mal fertig machen. Genau. So. Und dann natürlich der ganze Papierkram.
Ich habe gar keine Lust. Oh mein Gott, es ist so schönes Wetter. Ich würde am liebsten rausgehen und einfach gar nichts machen. Es ist strahlend blauer Himmel, die Sonne scheint. Es ist mega. Es ist so geniales Wetter. Auch gestern, ich hatte so Glück gehabt. Wirklich kein Regen, es war nicht kalt. Es war so schön gewesen einfach. War ein richtig cooler Geburtstag. Einfach ganz chillig. Weil ich habe zu meiner Mutter habe ich auch gesagt, nächstes Jahr habe ich dann hier so einen kleinen Hosenscheißer, der mich auf Trab hält. Da kann ich nicht sagen, ich schlafe aus, wie wir es gestern gemacht haben, ausgeschlafen. Dann sind wir frühstücken gegangen im Alex. Dann waren wir zu Hause, haben hier noch ein bisschen gechillt. Ich war noch warm baden gewesen, haben uns in Ruhe fertig gemacht. Dann sind wir in die Stadt gegangen, haben da geshoppt und eingekauft für den Kleinen eigentlich nur. Nichts für uns. Wir haben tatsächlich wieder Babyklamotten gekauft, aber wirklich gezielt Sachen, wo ich jetzt gemerkt habe beim Einsortieren, aha, das und das und das fehlt noch. Und danach haben wir dann gezielt eben eingekauft. So, da bin ich wieder. Ich weiß jetzt auch überhaupt gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Überhaupt gar nicht. Ich kriege nämlich immer noch Geburtstagsanrufe. Ah, apropos Geburtstagsanrufe. Egal, wo ich jetzt stehen geblieben bin, ich werde es wahrscheinlich beim Schneiden sehen. Und wenn es was ganz wichtig ist, war, dann werde ich jetzt nochmal was dazu sagen. Aber ich glaube, ich bin irgendwie was beim Arbeiten stehen geblieben und lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde heute den ganzen Tag Videos schneiden, für heute, für morgen vor oder für die nächsten Tage vorbereiten, mich Papierkram an den Papierkram setzen und das ist das Einzige, was ich heute mache. Genau. Ich möchte euch allen danken für die ganzen Geburtstagsglückwünsche. Oh mein Gott, ich habe so viele Nachrichten gerade über Instagram bekommen. Das ist ja, das war abnormal. Die ganzen, also es gibt zwar sehr viele, die unter meinen letzten Bildern immer herzlichen Glückwunsch kommentiert haben, wirklich sehr, sehr viele, aber die Privatnachrichten, wow, richtig krass. Oder auch auf Insta-Stories habe ich ja gesagt, dass ich heute Geburtstag habe, dass wir gerade im Alex frühstücken sind, dass wir uns halt einen gechillten Tag machen und daraufhin kamen auch so viele Nachrichten, echt krass. Also vielen, 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 vielen lieben Dank. Auch hier auf YouTube habe ich gesehen, ganz, ganz viele haben unter meine letzten Vlogs und Videos gepostet und mir gratuliert und überhaupt, also richtig, richtig schön. Ich habe mich mega darüber gefreut. Also vielen Dank an alle, die an mich gedacht haben. Ja, ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut. Ist immer schön. Also wenn jemand an einem am Geburtstag an einen denkt, finde ich das immer total toll. Und wenn man irgendwie gratuliert bekommt, ja. Eines, was ich noch machen wollte, das muss mein Freund aber später machen, der muss mir mal die ganzen Klamotten, ich habe doch die ganzen Klamotten aussortiert, die ich ja jetzt alle gekauft bekommen habe, habe ich ja alle gewaschen und die 50, 56 sind ja jetzt in der Wickelkommode und alle anderen sind oben auf dem Schrank. So, was ich jetzt aber total vergessen habe, ist, dass ich die letzten Babysachen, die ich gekauft habe, noch nicht abgedreht habe für ein Babyhaul. Das ist mir gestern aufgefallen, weil ich jetzt hier wieder so ein paar Tüten habe, weil ich mal wieder so ein bisschen was eingekauft hatte. Und gestern haben wir eben, ach, ich glaube, da bin ich vielleicht stehen geblieben. Gestern haben wir eben nochmal Babysachen eingeshoppt, aber jetzt ganz, ganz gezielt, weil ich beim Einsortieren eben gesehen habe, aha, da fehlen wirklich noch ein, zwei Bodies oder da fehlt noch eine Hose. Da habe ich wirklich so ganz gezielt, jetzt sind wir einkaufen gegangen. Ich habe mir das aufgeschrieben und genau die Sachen, die ich aufgeschrieben habe, genau die haben wir auch eingekauft. Ich glaube, wir haben nur eine einzige Sache zusätzlich gekauft außerhalb unserer Liste. Einfach weil die zuckersüß war. Also, aber das war so das Einzige und wir waren auch nur, wir waren einmal kurz im H&M und da haben uns schon ein paar Sachen gefallen. Da habe ich aber zu meinem Freund gesagt, nee, mache ich nicht, ganz ehrlich. H&M ist mir einfach zu teuer. Ich sehe es einfach überhaupt nicht ein. Ich kaufe lieber beim C&A ein. Ich bin einfach so total, also wenn es um Babysachen geht, bin ich absolut, ich kann euch nur C&A empfehlen. C&A hat einfach die genialsten Preise, die super süßesten, schönsten Sachen überhaupt. Ich finde, die haben richtig schöne Klamotten, wirklich. Und wie gesagt, zu Megapreisen und die haben regelmäßig total die guten Aktionen. Und so war das auch gestern. Wir hatten so Glück gehabt. Wir sind in die Stadt dann gefahren. Und da war einer der ersten Stationen, sind wir dann zum C&A gegangen. In die Babyabteilung und oder in die Kinderabteilung und überall hingen große rote Schilder. 20% auf alles. Die komplette Kinder-Baby-Abteilung 20%. Das war mega gewesen. Wir haben trotzdem über 50 € da gelassen, aber eine komplette volle Tüte. Kann man echt überhaupt nicht sagen. Danach waren wir noch ganz kurz im Primark gewesen und dort haben wir noch mal zwei kleine Hosen gekauft, weil beim C&A
ich hatte eben noch nach zwei Hosen gesucht und die waren dort komplett ausverkauft. Wir haben noch eine Verkäuferin gefragt, die hat gesagt, die sind immer so schnell weg. Das ist ein Doppelpack Hosen für 8 oder 9 Euro. Das ist einfach krass. Also wirklich, die haben so geniale Preise, da kann echt niemand irgendwas sagen und so schöne Sachen und ja. Also waren wir gestern an meinem Geburtstag shoppen, aber weder für ihn noch für mich, sondern nur für den Kleinen. Das war auch irgendwie lustig gewesen, ja. Der hat immer wieder gesagt, wir sind am C&A, am Zara vorbei. Sagt er, willst du in Zara wenigstens rein? Das ist doch einer deiner Lieblingsläden. Ich so, nein, nein, ich will nichts einkaufen. Und dann sind wir am Douglas vorbei. Sagt er, willst du nicht wenigstens in den Douglas gehen? Das ist doch dein Geburtstag. Du gehst hier shoppen, aber shoppst nur für den Kleinen. Ich so, ja, nee, ist auch in Ordnung. So, ja, das ist ganz lustig, gell? Man setzt einfach so komplett die Prioritäten anders. Das ist ganz lustig irgendwie. Auch meine ganze DM-Sachen. Wenn man mal wirklich meine DM-Hauls von früher vergleicht mit jetzt, ich hatte ja früher so 70% Kosmetik, dann ein paar Prozent Haushalt, ein paar Prozent dies, ein paar Prozent das. Und jetzt ist es so 50% mindestens Baby. Dann 20, 30, 40% Haushalt oder beziehungsweise so ein bisschen mal Body-Sachen und dann vielleicht noch 10%, wenn es hochkommt, Schminke. Also, es hat sich schon alles ein klitzekleines bisschen geändert, auf jeden Fall. Man setzt die Prioritäten komplett anders. Und es ist auch ganz lustig, wenn mir jetzt jemand sagen würde, hier hast 50-Euro-Schein, dann würde ich als allererstes in irgendwelche Babyabteilungen gehen und irgendwie für den Kleinen eher schauen als für mich, weil ich denk mir immer so, ich habe so viel, wie kann man, ich müsste die nächsten 10 Jahre nichts kaufen und ich habe genug Klamotten, ganz im Ernst. Klar ist immer mal schön, wieder was Neues zu kaufen, aber im Prinzip brauche ich nichts. Und ja, aber ich denke, das kennt jeder, der schwanger ist, war oder Kinder hat und so weiter und so fort, dass man einfach die Prioritäten komplett anders setzt und dann einfach nicht mehr so komplett ausrastet. Ja, ich habe mir ja zu meinem Geburtstag vom MTZ Gutscheine gewünscht. Also jeder, der mich gefragt hat, habe ich gesagt, MTZ-Gutschein. Gar nicht irgendwas kaufen, wo ich am Ende nicht was mit anfangen kann. Ich habe von allem tatsächlich genug und es ist sehr schwierig, mich zu beschenken. Es ist wirklich schwierig. Also man kann nicht einfach losziehen in den Douglas und sagen, ich kaufe jetzt mal einen Lippenstift beispielsweise, weil einfach keiner weiß, was ich habe und was ich nicht habe. Ich habe einfach so viel. Es ist einfach nicht normal. Ich habe viel zu viele Taschen und Accessoires und Schuhe und Klamotten und Schminke und Schmuck. Wirklich alles im Übermaß vom Feinsten. Und deswegen ist es einfach mega extrem schwer, mich zu beschenken. Und deswegen sage ich immer wieder das Gleiche. Es ist besser, mir Gutscheine zu schenken und ich suche mir dann tatsächlich gezielt Sachen aus, die ich mir wünsche oder mal erfüllen wollte, aber sie nicht mir nicht selber geleistet habe, weil ich gesagt habe, ach komm, muss nicht sein, ist zu teuer und keine Ahnung was. Genau, deswegen habe ich gesagt, MTZ-Gutscheine. Und da hat aber jeder direkt zu mir gesagt, du musst aber wirklich dann auch für dich einkaufen gehen, weil ich habe halt ein paar Sachen, die ich gerne aus dem Douglas möchte und ein paar Sachen, die ich aus dem Sephora möchte. Und das ist ja alles in diesem MTZ. Also dort, wo ich euch mal bei Sephora und so weiter mitgenommen habe, das ist halt alles dort. Und haben alle direkt gesagt, du darfst aber nicht mit diesem Gutschein in den C&A gehen und Kindersachen kaufen. Du sollst wirklich von deinem Geburtstagsgutschein etwas für dich alleine kaufen. Die wollen das dann auch sehen und hören und überhaupt. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Das hat vor allen Dingen mein Freund gesagt. Er hat gesagt, nein, ich gehe dann mit dir einkaufen. Ich zahle dann einfach deine Rechnung. Ich will nicht, dass du in den C&A gehst und für den Kleinen einkaufst. Du sollst wirklich dir was für dich dann aussuchen. Ja. Ich habe es versprochen, dass ich es mache. Ich habe aber auch tatsächlich so ein paar Wünsche, wo ich gesagt habe, wünsche ich mir schon länger, wollte ich mir aber einfach nicht leisten, weil ich mir denke, ich habe genug. Sowas wie zum Beispiel von Huda Beauty die Paletten. Ja, das sind so Sachen, wo ich mir denke, so, oh, mega geil, würde ich so gerne haben. Aber könnte ich mir auch leisten, das ist gar kein Ding. Aber es gibt dann einfach so, dann denke ich mir so, ey, komm, du hast 50 Paletten bei dir. Warum musst du noch eine 51. kaufen? Auch noch für 50, 60 €. Lass einfach, ja. Das hatte ich mir ja, als ich die Paletten gesehen hatte in Paris zum Beispiel, habe ich gesagt, komm, lass einfach. Irgendwann holst du sie dir, vielleicht, vielleicht auch nicht. Und das sind dann so Anlässe, wo ich sage, dafür nehme ich dann einfach so einen Geburtstagsgutschein, dass ich sage, komm, den nehme ich jetzt einfach von den Gutscheinen, den ich zum Beispiel von meiner Mama bekommen habe. Und dann weiß ich, ich habe die Palette von meiner Mama geschenkt bekommen, zum Beispiel. Genau. Das ist der Plan. Und
Ja, ich denke mal, wenn ich dann am Sonntag beziehungsweise ich krieg auch einen MTZ-Gutschein von meinem Freund noch. Dann werde ich irgendwann nächste Woche mir mal einen Tag nehmen und dann gemütlich in den MTZ fahren und auch ganz alleine, ohne Stress. Ich werde meinen Freund nicht mitnehmen und ich werde auch ansonsten niemanden mitnehmen. Ich werde einfach ganz alleine dahin gehen und mir ganz in Ruhe aussuchen, Sachen, wo ich eigentlich sagen würde, ach, lass es, behalt dein Geld lieber, gib dafür nicht aus, du hast schon genug solche Sachen in deiner Schminksammlung. Aber die werde ich mir dann einfach mal gönnen. Genau. Und von Douglas habe ich eigentlich nur geplant, das MAC Fix Plus, das ist mir leer gegangen oder ist wirklich, das sind noch, also die letzten 5 Mal, als ich MAC Fix Plus benutzt habe, kommen schon gar nicht mehr dieser schöne, feine Zerstäuberer raus, sondern das sind wirklich schon so Kleckse, die da rausgespritzt werden und es bringt halt einfach überhaupt nichts mehr. Da ist wirklich so, im Prinzip ist nichts mehr drin, aber ich versuche es noch zu benutzen, so in etwa. Ja, den würde ich mir gerne kaufen. Joa, das war's eigentlich. Jetzt habe ich euch, boah, ich habe euch mega zugetextet. Ich weiß, aber ich habe mich die letzten Tage, wie ihr jetzt gesehen habt, gar nicht gemeldet. Dadurch, dass mein Freund hier zu Hause war, ich habe mich überhaupt nicht gemeldet und habe eigentlich nur, ja, mich mit ihm beschäftigt oder beziehungsweise hier Sachen im Haushalt mal gemacht. Und die Wickelkommode habe ich euch ja gezeigt, wie weit ich da gekommen bin. Da habe ich jetzt noch nicht großartig weitergemacht. Und heute ist wirklich Bürotag. Vielleicht abends oder zwischendurch werde ich meine Maschine Wäsche einschalten. Ach, was ich sagen wollte, mein Freund muss mir die Box wieder mal runterholen von oben. Und da muss ich nochmal wirklich im Prinzip alles auslernen. Und das ist jetzt der nächste Postbote. Die Sachen auslernen und dann einfach mal gucken. Ich brauche meinen Schlüssel, weil das ist 100% schon wieder abgeschlossen. Augenblick. So, ein riesengroßes, oh mein Gott, Paket ist angekommen. Es ist so hoch wie meine Hüfte von MyToys. Ich muss, glaube ich, ein Haul-Video auf jeden Fall noch machen. Aber was ich, also Babysachen sind gekommen. Was ich sagen wollte, ich wollte ja so ein Babyhaul eben einfach drehen mit den Sachen, die ich jetzt als letztes noch gekauft habe. Und ich habe die Sachen gewaschen und habe dann angefangen einzuräumen. Und die ganzen Sachen, die ich jetzt geshoppt habe in größeren Größen, sind jetzt alle oben auf dem Schrank und ich kann sie euch gar nicht mehr zeigen. Das ist voll blöd eigentlich. Deswegen werde ich jetzt noch mal gucken. Ich hatte damals, bevor ich die gewaschen hatte, also ich habe die ganzen Etiketten abgemacht und habe die ganzen neuen Sachen nebeneinander gelegt, richtig klug, und habe die dann abfotografiert, bevor ich sie dann mit den anderen Sachen zusammen gewaschen habe, dass ich weiß, was habe ich euch noch nicht gezeigt. Und das war schon eine Menge gewesen. Und jetzt ist noch mal eine Menge dazugekommen. Also ich habe wirklich mindestens ein Video, wo ich euch nur Klamotten zeigen kann, abgesehen von anderen Sachen. Und ja, da kommen jetzt noch viele andere Sachen mit dazu. Ja, also es sind für heute, für morgen sind richtig viele Sachen angekündigt und es geht wirklich bis eigentlich der komplette November geht durch. Also sowohl Sachen für mich mit Kooperation zum Beispiel, als auch Babysachen, die letzten Sachen, die teilweise halt auch längere Lieferzeiten haben. Also der komplette November habe ich das Gefühl, ich muss zu Hause bleiben, weil fast jeden Tag ein Päckchen jetzt kommen wird. Also, ihr werdet euch denken, gestört, aber ja, es ist tatsächlich, es ist auch so, es ist wirklich gestört. Aber zum Beispiel diese ganzen China-Shops beispielsweise. Da ist es ja so, wenn man dann gesagt bekommt, du hast jetzt so und so einen Bestellwert, du darfst dir so für so und so viel Euro oder Dollar Produkte aussuchen, dann hat man ja relativ viele Produkte schnell beisammen, weil der Warenwert der einzelnen Produkte relativ niedrig ist. Und es ist so, dass man von diesen ganzen China-Shops dann eben nicht eine Lieferung bekommt, sondern die Sachen werden alle einzeln geliefert, weil die gehen raus je nach Verfügbarkeit. Das ist wie wenn man eine große Amazon-Bestellung macht und die Sachen dann alle einzeln eintrudeln. So ist es bei den China-Sachen. Und da habe ich, ich glaube, 3 große Bestellungen, sehr große. Und da sind jetzt zum Beispiel bis jetzt jeden Tag ein Päckchen angekommen. Und ich sammle da fleißig hinten. Das ist jetzt zum Beispiel, also das hier sind jetzt noch Babysachen. Aber hier in dieser Primark-Tüte und den oberen Sachen sind alles. Miami, du darfst wieder runterkommen vom Schrank, meine süße Prinzessin. Eieiei. Da sind zum Beispiel nur diese ganzen Lieferungen drin,
die ich dann natürlich euch erstmal zeigen möchte und euch erst zeigen kann, wenn sie vollständig sind. Und ja, ich dann auch erst waschen kann. Das heißt, ich werde die nächste Zeit hier sowieso übelst viel gelagert bekommen. Aber nun gut. So, ich höre jetzt mal auf zu quatschen. Ich klabber gerade so viel übelst. Ich werde jetzt mal hier auspacken und gucken. Eieieiei. Das ist wirklich groß. Es ist groß. Es ist definitiv groß. Okay. So. Aber ich mache jetzt erstmal ein Video zu Ende, dass ich das wenigstens schon mal zwischenzeitlich abspeichern kann und hochladen kann. Und dann gucke ich mal kurz in dieses Paket rein. Und das war's. Ich denke, es sei denn, es passiert heute noch irgendwas, wo ich sage, ich melde mich mal kurz. Ansonsten melde ich mich morgen wieder bei euch. Und ja, sorry fürs Zugequatsche, wie gesagt. Aber ich habe mich die letzten Tage nicht viel gemeldet. Und ich hatte Bedarf, euch mal ein bisschen was mitzuteilen, zu erzählen. Wie ihr schon gerade gemerkt habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Amanda, es war mega uninteressant. Dein Gelabere über deine Nachbarin hat einfach null interessiert. Oder da gibt es vielleicht auch ein paar zwischen euch, die dann sagen, oh mein Gott, solche Nachbarn kenne ich. Weil voll viele von euch haben darauf geantwortet, über diesen Nachbarn gegenüber. Und ihr seht es, gell, ich habe immer meinen Rollladen mindestens zur Hälfte unten, wegen diesem Nachbarn, der immer reinstarrt. Und voll viele von euch haben die letzten Male immer geschrieben, dein Nachbar ist voll creepy, ich würde da voll Angst haben und keine Ahnung was, gell. Ja. Es ist vielleicht doch nicht ganz so interessant. Mein Gott, das sind auch Alltagsprobleme. Und es gibt halt manchmal Sachen, klar, wo ich viel labere und viel erzähle und viel quatsche und viel tue. Aber das sind halt einfach die Daily Vlogs. Also ich kann ja nicht jeden Tag sagen, ich gehe jeden Tag shoppen und dies und das und keine Ahnung was, nur um irgendwie total den interessanten Content zu bieten, sondern ich zeige euch ja tatsächlich meinen Alltag und mein Alltag ist manchmal auch einfach langweilig oder mit solchen Alltagsproblemen, wie man streitet sich mit seiner doofen Nachbarin rum. Und so ist das einfach. Und da gibt es immer mal wieder welche, die sagen, boah, deine Vlogs sind voll langweilig geworden und keine Ahnung was. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, sie feiern es total, dass ich auch einfach mal Alltagsprobleme zeige und nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen mache oder nicht nur vlogge, wenn ich perfekt gestylt bin und geschminkt bin oder nur vlogge, wenn die Wohnung komplett aufgeräumt ist. Das hatte letztens eine geschrieben, erst vor ein paar Tagen. Sie feiert es total, dass ich total ehrlich und realistisch vlogge, auch wenn die Wohnung mal nicht aufgeräumt ist, weil es ist einfach so. Also es gibt viele Vlogger, die erstmal die stehen erstmal morgens auf, räumen ihre komplette Wohnung auf, stylen sich, schminken sich, ziehen sich schick an und sagen dann, guten Morgen, ich bin eben erst aufgestanden. Ganz ehrlich, Leute, also jemand, der darauf steht, gar kein Thema, aber bei mir findet ihr das auf gar keinen Fall. Ich bin einfach jemand, der echt ist, der real ist und ich bin so, dass ich viel quatsche, viel labere, mich auch sehr oft häufig wiederhole, was sehr oft vielleicht bei dem einen oder anderen einfach nervig rüberkommt. Ich weiß, aber ich bin einfach so, das bin einfach ich. Und wenn es jemand gar nicht gefällt, dann ist man vollkommen falsch hier bei mir, weil ich werde das wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, ich werde es einfach nicht ändern, weil ich es teilweise, was heißt teilweise, ich mache das einfach unbewusst. Ich merke das dann auch beim Schneiden, merke ich, oh, das hast du jetzt aber zum dritten Mal erwähnt. Aber dann habe ich zwischendurch irgendwas nochmal was anderes gesagt, was dann wiederum was anderes war oder interessant war oder wie auch immer. Wie gesagt, an alle, die mir immer mal wieder schreiben, boah, das ist so langatmig, du wiederholst dich so oft und die Vlogs sind so lang, kann ich nur sagen, ich kriege genauso viele Nachrichten und noch viel, viel mehr, die sagen, die feiern es total, die finden es schön, die lieben meine langen Vlogs und ich kriege die letzte Zeit, ist mir aufgefallen, voll oft Nachrichten, wo viele geschrieben haben, dass sie sich mal wieder solche Vlogs wünschen, die eine Stunde lang gehen. Ja, also ist ein bisschen schwierig. Klar gibt es immer mal wieder Personen, die sagen, oh, ist so lang und pipapo. Und dann wiederum welche, die dann schreiben, boah, ich feier's total. Oder wenn ich dann mal einen Vlog online stelle, der nur 15 Minuten geht, dann kriege ich mindestens ein paar Nachrichten, wo dann steht, oh, schade, nur 15 Minuten, hätte länger sein können. Und ich könnt mal wieder so eine halbe Stunde, eine Stunde Vlog vertragen und so weiter und so fort. Ja, deswegen
Ich versuche schon, so gut es geht, ein Mittelmaß zu finden. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Ich versuche wirklich immer mal wieder ein Mittelmaß zu finden, dass ich mal einen Vlog online stelle, der 30 Minuten geht. Dann stelle ich mal wieder einen Vlog online, der nur 15 Minuten geht. Dann stelle ich mal einen Vlog online, wie die letzten Tage, wo ihr gesehen habt, ich war immer nur unterwegs und war shoppen und habe euch einfach die Eindrücke gezeigt, euch also praktisch einfach mitgenommen. Und dann stelle ich mal wieder einen Vlog online, so wie dieser hier, der ein kompletter Ich bin zu Hause und laber mit euch einfach Vlog ist. Und ja, und es gibt einfach verschiedene Zuschauer, die einen mögen dies, die anderen mögen das. Und ich versuche einfach beides immer wieder zu erfüllen. Es ist aber halt schwierig, wenn ich zum Beispiel 5 Vlogs online gestellt habe, die haben sich überwiegend über Shoppen und über dies, über das gedreht. Und wenn ich dann mal einen Vlog wieder online stelle, der super lang ist und dann eben dann irgendwie 4, 5 Kommentare kommen mit, boah, war ja so langweilig, du hast wieder die ganze Zeit nur gelabert, voll uninteressant. Wo ich mir denke so, hey, ihr habt doch die letzten 5 Vlogs gehabt, wo ich am Shoppen war und euch andere Sachen gezeigt habe. Dann, wenn es euch jetzt nicht gefällt, so ein Laber-Vlog, dann ist es doch egal, dann schaut es euch halt einfach nicht an. Ich versuche auch immer in diesen ganz langen Laber-Vlogs immer in den Titel zu schreiben, Laber-Vlog. Habe ich eigentlich fast immer gemacht, dass wenn ich gemerkt habe beim Schneiden, okay, ich habe echt lange gebabbelt, egal über was. Heute waren es ja auch die verschiedensten Themen, dass ich gar nicht großartig irgendwelche Themen reinschreibe, sondern wirklich sage, Laber-Vlog, Laber-Video. Achtung, ich habe schon manchmal sogar Achtung, Laber-Video geschrieben oder XXL-Laber-Video. Das werde ich auch genau so jetzt nennen. Und an alle, die sich dann darüber beschweren, dann denke ich mir so, ey, wenn du meine Laber-Vlogs nicht magst, wo ich einfach nur sitze und erzähle, dann einfach nicht reinklicken. Warum klickst du dann rein und schreibst einen Kommentar mit, boah, deine Laber-Vlogs nerven mich wohl? Das verstehe ich dann halt nicht, weil meine Titel, das muss man mir wirklich lassen, meine Titel sind nicht klickgeil, überhaupt nicht. Meine Vlogs, da steht wirklich Shopping oder Food Hall oder Laber-Vlog oder wenn ich auf einer Hochzeit war oder irgendwelche Veranstaltungen oder Baby-Ecke oder irgendwas. Ich schreibe wirklich nur in die Titel das, was auch überwiegend in diesem Vlog drin vorkommt. Das heißt, keiner kann sich über den Inhalt beschweren. Und wenn ich schreibe, ich habe sogar schon geschrieben, Babylaber-Video. Und wenn dann Leute schreiben, boah, du hast 15 Minuten nur über Babythema geredet, dann denke ich mir so, warum liest du dir den Titel nicht durch? Und das sind dann halt wieder so Sachen, wo ich es nicht nachvollziehen kann. Weil ich versuche, oder ich tue es wirklich schon von Anfang an so, dass meine Titel von den Vlogs nicht klickgeil sind, wie man es so schön sagt, sondern dass sie wirklich echt und authentisch sind und dass man genau weiß, was einen in diesem Vlog erwartet und was nicht. Und demnach auch entscheiden kann, interessiert mich der Inhalt oder interessiert er mich nicht. Aber es ist halt manchmal echt schwierig, allen gerecht zu werden und allen es irgendwie recht zu machen und man kriegt es eigentlich überhaupt nicht hin. Also egal, wie ich versuche, es abwechslungsreicher zu gestalten, mal längere Vlogs, mal kürzere Vlogs, den Inhalt, mal Laber-Videos, mal Shopping-Videos, mal dies, mal das. Egal, wie man es versucht, es gibt immer irgendjemand, der darüber meckert, dass alles scheiße ist. Von daher aus, ich gebe weiterhin mein Bestes und die Mehrzahl feiert es und das ist ja eigentlich die Hauptsache. Genau. So, jetzt gehe ich mal kurz an mein Handy. Es hat mehrmals gebimmelt. Als ich nämlich, oder bevor ich jetzt angefangen habe zu vloggen, habe ich nämlich mit meiner Schwester die ganze Zeit hin und her geschrieben. Die ist ja in Sydney und mega. Die schickt so tolle Aufnahmen, so schöne Bilder und überhaupt. Ich habe euch ja auch auf Instagram ihren Profil verlinkt in einer der letzten Fotos, dass ihr gerne ihr folgen könnt, weil sie jetzt nach und nach immer wieder Sydney-Fotos hochlädt und das ist echt schön. Und sie bleibt ja nicht nur in Sydney, sie macht jetzt wirklich so eine Art Roadtrip, wo sie in verschiedene Städte geht und ganz zum Schluss kommt sie wieder zu Sydney zurück und sie ist ganze 3 Wochen unterwegs. Ah, Gott, diese 3 Wochen, ich habe das Gefühl, die letzten Tage sind jetzt schnell vergangen, aber ich hoffe, dass die 3 Wochen schnell vergehen. Für mich, nicht für sie. Für sie sollen sie langsam umgehen. Aber für mich ist schon so, ja. Gut. Ich beende jetzt diesen extremen XXL-Laber-Vlog an dieser Stelle. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Es waren ja jetzt so viele verschiedene Themen.
Irgendwas wird bestimmt für euch auch dabei gewesen sein. Ich hoffe es. Und wenn nicht, dann, hey, dann ist es so. Man kann ja nicht alle Themen irgendwie interessant finden und mögen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag und ich werde mich, denke ich, morgen wieder bei euch melden. Also macht's gut, ihr Süßen. Tschüss. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, ich wollte noch schnell eigentlich das Essen zeigen. Ich habe jetzt hier gekocht gehabt, ist auch schon längst fertig. Aber ich habe es komplett verpeilt, euch zu zeigen. Ich habe nämlich gerade über eine halbe Stunde mit meiner Schwester telefoniert. Also ich habe einfach nur Reis gemacht. Dann hier drin sind einfach Putenstücke, die ich vorher eben hier, man sieht es noch, angebraten hatte. Und dann eben die Sahne, die ich euch im letzten Haul gezeigt habe. Einfach Kochsahne von Ja. Habe ich hier drüber gegossen. Ich kann es sogar schon anfassen. So ist es schon kalt geworden. Und dann eben mit verschiedenen Kräutern. Einfach überwiegend alles mit Paprika sozusagen. Und ja, das habe ich mir jetzt hier auf den Teller gemacht und lasse mir das Ganze jetzt mal schmecken. Genau.